Mahlzeit, ihr verrückten Fußballfreunde da draußen. Ich bin's wieder, euer Proxy. Es geht weiter bei Proxys 11 at FIFA 12. Wir schalten immer weiter. Das nächste Spiel ist gegen FC Liverpool. Wir schauen schnell in den Kader, gucken ein wenig rum. Pontius bleibt natürlich im Spiel. So, Kandras Place ist wieder ausgeruht. Dafür ist der Peto-User einmal ein wenig ausgepowert. Und Skills of Scape auch. Aber Peto-User kommt dafür auf die Ersatzbank. Ja, ich denke, der Rest kann so bleiben. Nächste Partie kann gestartet werden. Wir spielen zu Hause im Hexenkessel. Wir konnten es gerade sehen. So, wir schauen mal, was uns hier Feines erwartet, welcher Spieler uns hier begrüßt. Nummer 7 weiß ich jetzt leider nicht. Entschuldigt, entschuldigt, Leute. Ja, ihr hättet mal sehen sollen, wie ich gerade meine Hand so als Entschuldigung vom Bildschirm gehalten habe. Ah, ja, Freigeist hat die Nummer 7. Und ich bin mir gerade nicht sicher, wie der junge Mann heißt. Doch hier. In der, wo hier am Laden ist, kann ich ihm gucken, wie der junge Mann heißt. Denn ich habe ja versprochen, ich heiße Zimmer, heißt der junge Mann. Und zwar hat er mir geschrieben bei meinem Unboxing-Headset-Video mit den leckeren Schokomel, er habe sich das auch gekauft. Das muss man sich mal vorstellen. Ich finde das sowas von klasse. Danke nochmal dafür. Aber der Kakao ist wirklich lecker. Mir hat er sehr geholfen. Er hat gesagt, er hat sich den Kakao gekauft, beziehungsweise die Schokomilch, aber sie hat bei ihm irgendwie nicht geholfen. Ich hätte gelogen. Und das fand ich... Ey, das war Abseits! Was denn hier los jetzt, Mann? Also er hat halt nicht geholfen und das fand er doch ziemlich gemein von mir. Das fand ich so cool und ich habe gesagt, hey, komm her. Das kommt auf jeden Fall ins nächste Let's Play rein. Ne, einfach nur klasse. Bams! Volley abgezogen und ich dachte, der war drin. Da war wieder Herr Freigeist. Wir gucken uns das nochmal an. Bam! Ja, was für eine Schusstechnik. Wie locker aus dem Fußgelenk. Zack! Oh Mann, ihr merkt schon, Leute, dieses Mal habe ich mehr Euphorie da drin. Das tut mir im letzten Spiel, wie gesagt, leid. Ich weiß nicht, was da los war. 8 Minuten sind gespielt. Und ja, dieses Mal wird alles besser. Oh, schön von Pontius da gemacht. Aber da kommt er leider nicht hinterher. Paris geht gegen Dortmund in Führung. Und ja, wir ackern jetzt hier ein bisschen hinterher. Inter Mailand gegen Leverkusen in Führung. Und schön dazwischen gegangen hier in der Abwehr. Starke Leistung. Im letzten Spiel hat der Naibaf so eine starke Abwehrleistung gehabt. Uiuiui, Sayastros. Was muss ich da sehen? Oder Sissi, wie ich ihn liebevoll nenne. So, jetzt Mr. Semio, unser Kapitän. Ajax geht gegen Real Madrid in Führung. Was ist jetzt hier los? Und da konnten wir zur Ecke klären. Schön gemacht. So, jetzt hoffen. Boah! Schock, dass wir das Ding hier rausgekloppt kriegen. Uiuiui. Ah, schon wieder Ecke. Ja genau, reg dich mal da ordentlich auf, so kann das nämlich nicht angehen. So geht das nicht. Boah, das hätte böse enden können. Aber das mit den Volley-Schüssen können wir. Manchester United geht gegen Chelsea in Führung. Oh, klasse, pass auf den Stützepaten. Da den Ball mitnimmt, abzieht. Tor! Da ist das 1:0 in der 22. Spielminute. Das Tor war nicht so prickelnd, aber der Pass dahin, der war sensationell in den Lauf. Rechtzeitig gestartet, es war kein Abseits. Und dann war das eine klare Sache. Ah ja, genau, natürlich. Ja, ich glaube, ich gerade den Gretchenknopf verpasst. Naja, was soll's? Ha, was?
das war knapp! Scheiße, guckt euch das nochmal an! Vor allen Dingen die Direktabnahme war klasse und dann hat die Drecksäumel. Ja, die Drecksäumel, das ist ja auch ein tolles Wort. Getunnelt. Das war dann nicht so fein, aber war ja abseits gezogen. So, Kanras Place jetzt am Ball. Spielt am Sturz und Part ab, wieder so ein klasse Pass. Und der Sturz und Part! Von dem Part! Ich bin viel zu aufgedreht gerade. Kann Paperwainer nicht stoppen. Tunnel meine ich, wollte ich sagen. Und Chelsea gleich übrigens gegen Menu aus. Wollte ich nochmal anmerken. Bams. Schön von innen oder dazwischen gegangen. Die Kopfballweiterleitung war Gott sei Dank nur so ein Zwischending. Oh, schwacher Pass hier von Albatros. Aber Freigeist geht dazwischen. Weil ich war heute mal so ein bisschen Alltag. Hier kann ja auch nicht schaden im tristen Fußballleben. War ich im Fitnessstudio 3 Stunden lang. Ey, das war so ein Gekloppe und Geackere, Leute. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Und am Donnerstag geht's wieder hin. Dann gibt's übrigens, das kann ich euch verraten, ein weiteres Let's Cook. Es gibt asiatisch. Schaltet auf jeden Fall rein, es wird sich lohnen. Hey, was war das denn jetzt? So ein Mist, ich hab doch schießen gedrückt. Also es gibt asiatisch. Thai-Küche, um genau zu sein. Super lecker wird es. Schaltet auf jeden Fall rein. Denn es wird sich lohnen, Leute. Ganz gewiss. Was war das? Meine. So eine klasse Situation. Und dann, oh, schön abgelegt mit der Brust. Wieder der Sturzio-Part. Zieht aus der zweiten Reihe ab und irgendwie hier sind lauter Pimmelbälle. Das hier jetzt so nicht. Ui, ui, ui. Ah, hier musste ein bisschen geackert werden, aber das haben wir ja alles hingekriegt. Aber da kommt der Fehlpass. Aber Innu Hanyukai ist da am Start und lässt da nichts am Brennen. Irgendwie ist hier gerade der Wurm drin, glaube ich. Also halt, das Fitnessstudio, das war echt anstrengend. Ich habe am Schluss nichts mehr hochgekriegt an der Arme und so. Jetzt, ne, nicht hier, was ihr jetzt denkt. Oh, Galatasaray 3:0 gegen die Glasgow Rangers. Die kriegen eine dicke Packung nach der nächsten. Ich denke, wir können das Team so lassen. Obwohl, ne, komm, wir wechseln mal hier ein bisschen durch. Kann ja nicht schaden, wenn hier auch mal andere spielen, nicht wahr? Es geht gleich weiter mit dem Fitnessstudio. So, hier am Freigeister kriegt jetzt mal eine Pause. Dafür kommt jetzt Zocking for Fun nochmal ein Stürmer aus der zweiten Reihe. Und Singh kommt jetzt auch nochmal hier rein. Ich glaube, für Kanras Place. Doch, das könnte was werden. Ja. Und ich sag euch, da lief ein Mädchen rum. Also das war echt schwer, sich aufs Ackern zu konzentrieren, Leute. Das kann ich euch verraten. Weil die waren richtig, richtig hübsch anzugucken. Aber ja, das ist ja auch das Tolle am Fitnessstudio, wenn es gemischt ist. Dann kann man da teilweise... Oh, oh, ist der einer verletzt? Ich hoffe mal nicht. Dann kann man da manchmal auch hier was gucken. Nicht nur hier die Kerle, die da schon mal länger sind hier und pumpen und pumpen und pumpen. Ja, das ist dann halt nie so doll. Da guckt man doch manchmal auch gerne eine hübsche Frau an. Ziemlich nice. Na, und ich mache davon jetzt keine Videos, wie da die Frauen trainieren. Ich hoffe, unser verletzter Spieler kommt wieder ins Spiel. Oh, da wurden wir aber ganz dicke ausgetrickst. Wir rutschen erstmal schön daneben. Flanke in die Mitte, aber geklärt auf den Gegner, ist auch eine tolle Kiste und Proxiger ist mit Zusammenarbeit mit der Abwehr da am Ball. Und da ist der Spieler auch schon wieder fit am Spielfeldrand. Ich weiß jetzt nicht, wer es war. Oh, klasse Pass auf Pontius. Die Abwehr von Liverpool pennt. Und das 2:0 in der 59. Spielminute. Pepe Reina hatte keine Chance. Aber der Pass war einfach einmalig. Den konnte man jetzt leider nicht mehr sehen. 3 Abwehrspieler von Liverpool standen da einfach bei und haben gedacht, nö, meine Ofiabe ist das nicht. Und so leicht kann man sich irren.
Real Madrid gleicht übrigens gegen Ajax Amsterdam aus. Und das Ding liegt hier mit 2:0 eigentlich klar in unserer Hand bis jetzt. So, schöne Kiste, toller Fehlpass. Zack, und weiter vom nostalgischen Typ. Hoi, das war auch eine schöne Kiste. Oh, das wäre es jetzt gewesen, wäre Pontius da rangekommen. Das Abonnenten-Special, das schreitet auch immer weiter voran. Wir haben ja noch 2 Wochen Zeit. Wer Lust und Laune hat, noch Videos von mir anzugucken, der kann das ruhig bitte übernehmen. Ja, was heißt ruhig bitte übernehmen? Einfach mal angucken, und wenn eine bestimmte Stelle besonders gefällt, dann kann er mir das schreiben. Ich schneide das dann raus und dann kommt das mit ins Abo-Special. Ihr könnt euch freuen, das wird super, super lustig. Oh, was für ein Kopfballtor von Zocking for Fun. Da wird ja eingewechselt und macht denn so ein Ding. Unglaublich schönes Kopfballtor. Wir gucken nochmal die Flanke von Pontius. Zack, in die lange Ecke, und dann kommt Pepe Reina nicht mehr ran. Pepe voll. Pepe. Und da kommt er nicht mehr ran und eiskalt verwandelt. So muss das laufen. So langsam sind wir hier in Fahrt bei FIFA 12. Uiuiui, Proxy. Oh, Glanzparade. Nein, so. Zack, Einwurf auf Neymar. Und der weiter zu Zocking for Fun. Uiuiui, das gibt Abseits. Aber wir ziehen trotzdem einfach mal ab. Weil wir sind da so böse. Ah, zu spät abgespielt. Wurde da der Ball auf den Stutzepaten? Ja, genau. Was war das? Oh, Proxy, los! Boah, habt ihr die Katze gesehen? Ey, leck. Ja, genau. Psst. Aber die Aktion war richtig geil. Wie der den Ball da rausgeklopft hat. Ja, dann war das halt zum Fehl. Ja, freut euch halt. Und ich kann das irgendwie nicht frech drücken. Sieht man das nochmal? Ja, da ist Inu zu langsam, da konnte man es ganz deutlich sehen. Und dann, ja, war das nicht mehr sonderlich schwer, ins lange Eck einzuschieben. Naja, was soll's. So, langer Pass wieder auf Pontius. Der wieder mit der Flanke in die Mitte. Oh, und da wäre fast das Eigentor hier gekommen. So, Flanke von Zocking for Fun. Und diesmal kommt Pepe Reina ran. Schöne Parade. Kopfballduell im Mittelfeld. Oh, schöner Pass auf den Stutzepaten mit der Drehung. Oh, Tor von Pontius. Schön herausgespielt. Schönes Passspiel. Die Abwehr ist verwirrt und dann ist der Ball drin. So kann das gehen. Zack, kein Abseits. Ganz klare Kiste. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier auf sehr offensiv gestellt. Ja, vielleicht geht dann nochmal was. Zack, da wurde der Pass abgefangen vom Stutzepaten. Mit dem Flankenversuch, aber leider wurde das nichts. Oh, schön da vorbeigerannt. Und jetzt schwimmt hier unsere Abwehr ein wenig. Aber, na, ich glaube, jetzt geht's wieder. Uiuiui. Ja, schöner Fehlpass. Ja, pfeift doch ab, wenn ich hier noch ein Tor schießen würde. Pontius hat 2 Tore gemacht. Schöne Kiste, Stürze Part 1 und Zocking for Fun mit dem tollen Kopfballtor. Suarez hat auch leider 1 gemacht. Jawohl, tolles Spiel. Das hat super geklappt. 4:1 haben wir gewonnen. Das war auch geil von dem, klappt den Gegner da um. Hier sehen wir nochmal das Kopfballtor. Zack. Boah, schönes Ding, ey. Das kann ich mir auch öfter angucken. Da war meine Katzenaktion. Pontius, Spieler des Spiels. Tolle Kiste. Und wir gucken mal, was die Tabelle sagt. Ja, 4:1. War heute zweifellos der Beste auf dem Platz. Und er verdient diese Auszeichnung. Stürzepaar, 10 Tore nun. Wayne Rooney und Chicharito sind auf Platz 2 gleichzeitig. Und seht euch das an, Mann. Wir sind nun auf Platz 5, Leute.
Hier gegen Galatasaray Istanbul geht's als nächstes ran und dann kommt Chelsea London. Uiuiui. Das wird eine harte Kiste. Aber ich sehe da Zukunft positiv ins Auge. Boah, wenn man bedenkt, sind nur noch 7 Punkte. Also, da könnte was werden. Das könnte was geben, so. Also, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, die Pokémon-Videos. Nein, nicht die Pokémon-Videos. Mein Gott, ich bin voll verwirrt. Meine Let's Plays anzugucken und die besten 10 rauszusuchen. Natürlich zählt auch FIFA 12 dazu. Das könnt ihr auch machen. Da gibt es bestimmt einige lustige Sachen. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Dann könnt ihr das bitte machen. Ich bin immer noch bei Dead Space dran. Bin mittlerweile bei Part 15 angekommen und habe schon einige lustige Sachen rausgefunden. Rausgesucht, rausgefunden, wie auch immer. Und ich denke, ihr werdet auch damit euren Spaß haben. Also sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, moin moin, liebe Fußballfreunde. Haut rein!